der Pause. So, ich hatte vorhin darauf hingewiesen, man sollte wissen, wo die Schlüssel sind. Und ich habe gerade verzweifelt danach gesucht, aber ich habe sie gefunden. Ich komme ja aus Berlin, war, also da gibt es dieses Ampelmännchen. Und was ganz wichtig ist, auch als Anhänger, ist so ein Tool. Ihr kennt den kleinen Haken? Ja. Ich gebe euch einen Hinweis. Ja. Ein Flaschenöffner, genau. Ein sogenannter Kapselheber. Oh. Und ich mache das jetzt nur zu wissenschaftlichen Zwecken. Man soll ja Werte vermitteln an die Jugend. Ja. Das ist nur ein Tool. Ja, ich möchte darauf hinweisen, wir machen dieses Ding also ganz vorsichtig auf, denn manche Dinge sind ja auch wiederverwendbar. Da muss man eben ein bisschen darauf Acht geben, dass man das ordentlich macht. Immer ordentlich machen. So, genau, wir heben das also ab. Das Bier an sich ist nicht wichtig. Ja? Werte an die Jugend. Nennt man einen? Kronkorken, sehr gut, die Gemeinde. So, und was ist das noch? Also man kann die Dinger sammeln, jawohl, man kann sie in die Hosentasche stecken und das ist ein Hilfetool. Man holt damit Hilfe. Ich möchte das mal kurz demonstrieren. Ja, muss es richtig anwenden, dann geht es auch. Alle bereit? Ja. Hilfe holen. Okay. Jetzt ist der Klaus leider nicht da. Klaus schwänzt. Das haben wir jetzt. Dings. Okay. Aber diese Dinge kann man natürlich holen, wenn man sich das holt. Das gibt es aber nicht unter 16. Deswegen holt man sich das aus dem 3D-Drucker. Richtig? Genau. Also ich werde den Klaus mal fragen, dass er die Dinge vielleicht drucken kann. So. Ja. Und natürlich, wir verschließen das Ganze wieder. Und das Ganze steht dann hier so ein bisschen rum. Ich tue es mal darüber zu den 3D-gedruckten Dingen. Ja. Und wie immer ist das Ziel der Informatik, ja, dass wir über Daten und 3D-Druckern das Ganze uns nachher ausdrucken. Ja? Also ein Telnet-Befehl sollte auf einen Server gehen und uns das runterholen, was wir dann in einen Apparat stecken, der uns eine 3D-Pizza druckt. Ja, wenn das geschafft ist, dann ist die Zukunft da. Ja, genau. So. Ja, apropos Schlüssel. Wenn man aus dem Käsekästchen das so ausmalt, so eine Art Schlüssel, dann sieht er ungefähr so aus. Und für die kann man gleich nochmal größer zeigen. Das ist ausgeschnitten mit einem Lasercutter, ja, aus einem Material. Einmal hieß es MFT, glaube ich, heißt das Material, so ein gedrucktes, also gepresst, Pressspanart, schlecht erklärt. Und nochmal? Mitteldichte Faserplatte. Danke sehr, das ist genau das. Und naja, wenn man das, die Vorlage schon mal hat, dann nimmt man ein anderes Material und dann kriegt man das in Acryl. Und wenn man genau hinschaut, dann steht da was drauf. Und ich zeige es mal kurz für die Kamera, damit wir dafür überhaupt mal ein bisschen was haben. So, jetzt schon mal sehen, sieht man das? Nicht so wirklich. Das ist auch durchsichtig. Wir machen mal das andere mit dahin. So, schon besser. Das ist zu nah. Das ist zu nah. So, ja. Genau, da steht was drauf und was da drauf steht, das ist meine Key-ID. Und wir gleich mal dazu kommen. Also ich habe ein Schlüsselchen-Dingens als Anhänger mit meiner Key-ID, damit ich sie nicht so schnell vergesse. Gut, ich habe es jetzt eh im Kopf, aber ich muss nochmal ganz kurz anschauen. Das ist das, was ich gerade dort gezeigt habe. Das sieht man da. Ja. Dadurch, dass es gehighlightet ist, ist es ein bisschen anders. Das ist die Key-ID. Und wir werden uns Schlüssel erzeugen und die sind so und so viel 1000 Bits lang. Und dann kommt eine Funktion, eine sogenannte Hash-Funktion, und die macht daraus den Key Fingerprint. Und das ist eine Zahl mit einer fixen Länge. Ja. Da sieht man hier immer 4er Zifferblöcken, 5 davon, doppeltes Leerzeichen, nochmal 5. Also wir haben 40 Zeichen und jedes davon ist ein Hex, also 4 Bit. Das macht insgesamt 160 Bit. Hausaufgabe jetzt noch so nebenbei zum Rechnen. Wie viele Möglichkeiten ungefähr sind das? Was ist das in Dezimal? Ja. So, was ist also die Wahrscheinlichkeit, dass wenn wir irgendwie hineingreifen und zufälligerweise genau diesen Key herausziehen, beziehungsweise in dem Sinne natürlich, wie groß die Wahrscheinlichkeit, dass wir den zugehörigen Private Key da herausholen? Ja. Und man wird feststellen, das ist so, glaube ich, in der Größenordnung von 5-mal Lotto hintereinander gewinnen. Das ist nicht so ganz einfach.
Kann die NSA das? Ja, ja, die können alles. Nee, die können das nicht. Die können das eben nicht. Genau, und das ist der Hit. Sind das wirklich 8000 Bit da vorne? Oder? Ja, da steht 8000. Das ist eine sehr krumme Zahl. Du weißt, dass es nur 10 hoch 79 Atome im Universum gibt, ja? Ich glaube, ja, habe ich gehört. Okay. Ich habe es noch nicht überprüft. Ah, das 10 ist hoch 79. Also, ja, also. Ja, I know. Aber warum haben wir einen Key, der nicht 1000 Bits lang ist, sondern 2000, 4000, sondern vielleicht 8000? Ja, Paranoia ist natürlich eine Sache, aber ich sage immer, weil wir es können. Machen wir es, weil wir es können, oder? Genau. Gut, noch mehr dazu, ein bisschen. Aber ich möchte natürlich nicht nur meinen Key vorstellen. Ihr sollt was tun. Dazu braucht ihr einen Key zum Mailen und den wollen wir dann auch mal machen. Noch ein Nachtrag zu dem vorher. Ich habe das kurz ja gezeigt. Und ich gehe wieder nach oben, nach oben, nach oben. Oben ist es eingetragen. Wo ist es? Da, da war es. Ich brauche mal wieder ein bisschen. Leider ist das Scrollen auf der rechten Seite. Da. Also, in der Shell haben wir gerade Escape-Punkt eingegeben. Also ich schreibe das zwar so, das sieht aus, als wenn man das gleichzeitig eingibt. In diesem Falle eigentlich nicht. Das ist hintereinander. Ich sollte es anders schreiben, damit das nicht so verwirrend ist. Ich mache deswegen Zitat drumherum, sodass man sieht auch, dass es hintereinander kommt. Aber es gibt eine Tastenkombination auf der Taste, die genau das macht. Die schickt nämlich dem Zeichen, dass man tippt, noch ein Escape voraus. Weiß jemand, wie das geht? Der ist Frage. Schön, das freue mich darüber nicht zu hören. Ha? Kontrollecke, Klammer zu. Nein, ja, das ist Kontrollecke, Klammer auf. Das ist das Escape. Die Escape-Taste tut genau das eigentlich. Aber das Escape vorauszuschicken, das ist die Alt-Taste. Also Alt-P, nee, Alt-Punkt, wenn ich das so schreibe, ist nichts anderes, als wenn ich einen Escape tippe und dann den Punkt tippe. Ja, und in der Kontext, den wir gerade hatten, war ja in der Shell das zu haben. Und zwar hier. Oh, da haben wir, da ist jetzt die Nachricht weg, muss ich gleich noch wiederholen. Also, ich gebe jetzt mal einen Befehl und das heißt Kommando, so ist es ja immer. Und dann kommt Parameter 1, und Parameter 2, und Parameter 3. So. Das Kommando ist nicht gefunden worden, das ist schade, aber es ist jetzt in der History drin. Und diese Zeile hat als letztes Wort den Parameter 3. Und wenn ich das jetzt mal glaube, das wäre eine Datei und die will ich anzeigen lassen, dann hole ich sie mir jetzt hier rein, indem ich Alt-Punkt drücke, Alt-Punkt, und siehe da, Parameter 3 steht da. Also, genau genommen, sendet das ein Escape und dann ein Punkt. Und das ist gebunden an eine Funktion in der Shell, die eben genau dieses Lustige macht. Das lässt sich übrigens wiederholen. Also wenn der Parameter das letzte Wort ist aus einer Davorzeile, aus einer vorherigen Zeile, dann drücken wir das einfach nochmal. Alt-Punkt gleich hinterher schicken und dann wird das ersetzt. Ah, das war der Befehl selbst, da hatte nur ein Wort in dieser Zeile, damit auch das letzte. Und dann, upsa, gehen wir da weiter. Alt-Punkt. TTY hatte ich davor als Befehl und dann hatte ich geschrieben an den Michi 1. Da ist er. Das ist zwar jetzt keine Datei, aber so geht das. Es geht immer eine Zeile weiter zurück und nimmt immer das letzte Wort an der Stelle. Und das ist ganz praktisch. Achtung, es gibt einige Terminals, die, also auch da haben wir ein Programm und da fließt sozusagen unsere Daten, was wir tippen, hindurch. Es könnte sein, dass hier das Terminal drumherum das irgendwie abfängt. Es gibt die Terminals, die darauf reagieren, wenn ich hier Alt-B drücke, ja, dass dann dieses Bearbeiten-Menü aufgeht. Ich probiere es mal ganz kurz. Ich drücke mal Alt-B. Nein, geht durch, sehr schön. Man kann sich aber so einstellen, dass eben die Menüpunkte da ansprechbar sind und dann kommt erst das Terminal und fängt das ab. Ja. Wenn das nicht, also wenn das abgefangen ist, wir wollen Alt-B benutzen und das geht halt nicht in der Shell, weil es abgefangen wird, dann können wir das eben manuell eingeben. Dann müssen wir eben Escape drücken, wieder loslassen und das B tippen. Und wie ihr seht, ist der Cursor gesprungen auf den Anfang des vorherigen Wortes. Ich wiederhole es mal, Alt B, dann ist es hier am Anfang des Wortes, das mit Minus beginnt und dann eben das L am Anfang. Alt F geht forward in die andere Richtung. Ja, und dann sehen wir, dass immer am Anfang landet, beziehungsweise hinterm letzten Wort dann. So, da gibt es noch mehr. Auch da möchte ich euch ein
nochmal bitten, das hineinzuschreiben. Auch da können, wie bewegt man sich in der Shell, wie schneidet man was heraus, wie fügt man was wieder ein. Das sind so Grundsachen, die man kennen sollte. Auch das können wir nochmal machen. Also wenn ihr heute Nachmittag noch da seid und ihr habt noch Lust drauf, dann machen wir das noch. Aber wir müssen weitermachen. Ja? Also wir sind eingeloggt auf der Kiste. Sind alle eingeloggt auf der Kiste? Oder eine umgekehrte Frage, wer ist noch nicht eingeloggt auf der Serviette? Müssen wir noch nicht mehr warten? Nein? Alles gut? Schick. Dann wollen wir uns mal, ja, man kann mir die Nachricht senden, hu, aber ich werde das nicht ausführen. Ja, ich weigere mich. Sorry. So, und jetzt wollen wir ein Key erzeugen. Und dafür nehmen wir GPG. Gibt es überhaupt einen Weg in GPG? Ich hoffe, ihr kennt das. Which GPG? Sagt uns User Bind GPG. Und das am Anfang ist nicht User, sondern Unix System Resources. Aber anscheinend, die Shell findet das Programm. Und wir wollen erst einmal schauen, was ist denn da installiert für eine Version. Und da gibt es den sogenannten langen Parameter, beginnt dann immer mit minus minus Version. Das sollte jedes GNU-Tool eigentlich können. Und dann gibt es Info. Ja, gibt es. Wir sehen die Version 1.4.18 hier, nicht ganz die neueste, aber hey, gut genug. Okay, wir haben also dieses Programm, wir können es benutzen und wir machen uns einen Key. Und das geht, ja, alle haben ihn geschaut, verifiziert hoffentlich, mit minus minus genkey wie generate key. Okay? So, an dieser Stelle möchte ich euch ganz kurz nur bitten, einmal zuzuschauen, also Vorführeffekt. Ich mache das einmal durch und dann macht es ihr bitte einmal nach. Das ganze Verfahren hat 6 Fragen, die beantwortet werden müssen und wir müssen uns eine Passphrase ausdenken, die müssen wir 2-mal angeben. Der erste Teil besteht darin, zu sagen, was für eine Art Key hätten wir denn gerne. Da geht es um den Algorithmus, da geht es um die Bitlänge und um die Gültigkeit. Und danach müssen wir noch eigene Informationen hinzugeben, an denen wir nachher auch auffindbar sein wollen. Das ist der Name, das ist die E-Mail-Adresse, das ist so der Standard. Und dann können wir noch einen Kommentar hinzugeben. Der Kommentar kann etwas enthalten. Manche Leute sagen das, um zu sagen, das ist mein Work-Key. Den brauche ich auf Arbeit. Das ist dieser Kontext dafür. Oder andere sagen, für dieses Projekt. Oder ein Dritter schreibt hinein sein Geburtsdatum. Dann, wenn wir eine Key-Signing-Party machen, ja, man überprüft die ID, dann steht da das Geburtsdatum mit dabei und das ist ein weiteres Signal dafür, das ist der richtige Mensch und das passt irgendwie zusammen. Man kann noch alles Mögliche anders reinschreiben, aber wieder ein bisschen Theorie, wieder ein paar Anwendungsbeispiele, muss man für sich auch mal sehen, was einem da taugt. Für den Anfang sage ich erst einmal, machen wir nur Name und E-Mail-Adresse. So, das mache ich einmal kurz vor und wir werden sehen, das geht relativ schnell. So, erst einmal, das Programm GPG spricht mit euch. Ja? Das hat sich erst einmal identifiziert da oben, noch einmal mit Versionsnummer, sagt, das ist von der Free Software Foundation, es gibt natürlich keine Garantie, bla bla bla. Das ist für die Lawyer. Ja? Und dann spricht es mit uns und sagt es, indem es immer GPG Doppelpunkt sagt, das hat das Verzeichnis angelegt hier, weil es noch nicht existierte, das erzeugt. Und hat dort eine Konfigurationsdatei angelegt, die heißt gpg-conf. Die werden wir uns nachher nochmal anschauen. Genau, diese angelegte Datei enthält Daten, die aber noch nicht da waren und beim Starten noch nicht geladen wurden. Das ist noch die Warnung, die danach kommt. Das muss halt sein, ja. Also mehr. Dann werden 2 Dateien erstellt. Der SIG-Ring, der Secure-Ring, das ist der Ring, der Schlüsselring, der die privaten Schlüssel enthält. Und dann gibt es den Pub-Ring, der die öffentlichen enthält. Und an der Stelle muss ich vielleicht gleich noch was sagen zum geheimen und öffentlichen Schlüssel. Aber gleich nochmal. So, und dann geht es ein, welches von diesen Algorithmen wählen wir? Und an dieser Stelle, sage ich mal, ist so ein bisschen Religion. Wenn es ein mathematisches Verfahren gäbe, das uns sagt, das eine ist besser, dann würden wir das Bessere benutzen. Gibt es aber nicht. Kann es vielleicht auch gar nicht geben. Und deswegen, sage ich mal, ist das alles ein bisschen Religion. Und ich möchte, dass ihr einfach jetzt mal zur Einfachheit das Voreingestellte verwendet. Das heißt, das, was auf Nummer 1 ist. Und wir brauchen gar nichts weiter einzugeben als nur Return. Ja? Und dann haben wir einen RSA-Schlüssel sozusagen angefordert.
So, der kann zwischen 1024 und 4096 Bit lang sein. Genau genommen ist auch die weitere Potenz 8192 gegeben. Der Einfachheit halber, ja, damit es jetzt schnell geht, gebe ich unsichere 1024 ein. Damals, als ich den ersten Key machte vor 20 Jahren, war das schon nicht schlecht. Und das hat eine Weile gerödelt auf der Kiste. Aber es sollte schnell gehen. So. Und jetzt ist die Frage, wie lange soll das Ganze gültig sein? Die Gültigkeit ist hier gefragt. Und auch zur Einfachheit nehmen wir das, was als Default voreingestellt ist, nämlich die 0. Und die 0 sagt, der Schlüssel verfällt nie. Und dann fragt man sich, Mensch, wenn ich das jetzt mir die Entscheidung gemacht habe, war das die falsche Entscheidung? Diese Gültigkeit lässt sich nachher auch noch wieder ändern. Ist das richtig? Hier kommt, ich denke, ihr kennt das, wie die Prompts aussehen, so ungefähr. Ja, nein, ist sozusagen die Auswahl. Und wenn ich auf Return drücke, ist das ausgewählt, was groß geschrieben ist. Also wenn ich nur Return mache, wäre es jetzt falsch und ich müsste das wiederholen. Will ich nicht, deswegen muss ich ein J eingeben, ein J. Und an dieser Stelle kommt jetzt die Frage für den Eintrag. Hier ist das Beispiel gegeben, der Heinrich Heine. Ja, der ist natürlich in Düsseldorf geboren, glaube ich, heinrich@düsseldorf.de, auch die Universität ist nach ihm benannt. Der Dichter, damit wir keine Verwechslung haben, ja, das ist der Kommentar. Ich gebe natürlich jetzt meinen Namen ein und dann gebe ich noch eine E-Mail-Adresse dazu und das ist jetzt knoppigstage2015@cookiesnet. Fertig und einen Kommentar lasse ich einfach leer. Auch hier werde ich wieder gefragt, ist das alles okay? Auf Deutsch muss man sagen, F wie Pferd, fertig. Ja. Und dann muss ich mir einen Passphrase ausdenken, damit diese Datenmenge nachher, wenn sie erzeugt ist, gleich geschützt werden kann. Also sie wird auf der Platte nicht einfach so benutzbar abgelegt, sondern verschlüsselt mit Hilfe meiner Passphrase. Magic. So. Und dann rödelt das los und man sieht, das tut sich was. Oh, und das ging auch schön schnell. Es ist schon da. Yay. Wir haben einen Key bekommen und hier beginnt die Bezeichnung. Und ich mache das mal wieder ein bisschen mit Highlight. Ding, ding, ding. Wir haben einen Public Key, der öffentliche Key wird angezeigt. Das war ein 1024 Key, erzeugt mit RSA. Und hier haben wir eine ominöse Nummer. Das ist die sogenannte Kurz-ID. Und die ergibt sich aus dem Schlüsselabdruck, also dem Fingerabdruck. Ja, das ist eine Hash-Summe. Das ist diese 160 Bits wieder. Und die letzten zwei Blöcke sind das. Und da man das nicht richtig gut sehen kann, muss ich das nochmal anders darstellen. So, hier haben wir den ganzen Schlüsselabdruck in seiner ganzen Länge. Und die beiden letzten Blöcke, das sehen wir nun, ist die ID von diesem Key. Ja? Und in der Teilnehmerliste im Pad wollte ich ja, dass ihr euch eintragt. Name, E-Mail-Adresse und das noch mit hinzu angeben. Und weil wir eine Hash-Summe von irgendeiner beliebigen Länge von Daten bekommen können, wo das abgebildet wird, ist es wichtig, woher kommt es denn? Das kommt von einer 1024 Länge. Also diese Kombination Bitlänge, Algorithmus und Short-ID ist das, was ich euch bitte, im Textpad einzugeben. Das war die Schnellversion. Eigentlich sollte der ganze Workshop so laufen. Okay? Und dann bitte ich euch, das nochmal nachzuvollziehen und selber zu machen. Und an dieser Stelle also wieder gpg-genkey, das ist die Aufgabe. Und jetzt gehe ich mal ein bisschen rum und schaue mal, ob alles funktioniert hat. Ja? Ihr habt 123 Sekunden. Welche E-Mail-Adresse soll man das machen? Welche E-Mail-Adresse? Das ist eine gute Frage, ja, stimmt. Macht es erst einmal irgendwie. Wir kommen dann noch gleich dazu, dass wir noch weitere E-Mail-Adressen dazu schreiben. Ja? Wenn du schon einen habt, machst du noch einen neuen. Genau, mach auf der Wette einfach einen neuen. Ja, 1024 sollte erst einmal reichen. Ich weise darauf hin, dass diese Keys, die wir hier machen, nicht das sind, was ihr hochladen müsst und bis an euer Lebensende verwenden müsst, sondern wir schmeißen das Zeug weg, es sei denn, ihr habt eine Sicherheitskopie. So, ja. Lauter sagen musst. Der Server, den ihr arbeitet, nicht unter eurer Kontrolle, sondern unter meiner. Ja. Wie viel Server?
Ja, sehr fair. Wie viele Zeichen kann man da eingeben bei der Passphrase? Nochmal. Wie viele Zeichen kann man da eingeben? Wie viele Zeichen kann man eingeben? Passphrase zeigt darauf hin, dass es nicht nur ein Passwort ist, also 8 Zeichen oder 16, wie es bisher immer üblich war, sondern ich glaube 4 Kilobyte kann es eingeben. Aber ich sag mal, zu Testzwecken heute, wir gehen mal davon aus, dass wir uns nicht gegenseitig den Key klauen und solche Geschichten, was kurzes sollte. Bitte etwas, woran dich erinnern kannst. Oder leer lassen. Nein. Was doch? Nein, das übt. Man verwendet verschlüsselte Dateisysteme und außerdem ist der Rechner sowieso unter fremder Kontrolle. Ja, also okay, Klaus schlägt vor, einfach leer lassen, wir haben eh verloren, der Server ist unter andere Kontrolle. Aber das ist die Art, wie man aufgibt, bevor die anderen überhaupt was machen müssen. Nein, aus Prinzip, wir versuchen das und wir müssen einem Angreifer ein Ziel bieten, das sich lohnt, wo er auch was tun muss. Es gibt ein gewisses Proof of Work. Ja? Also man schenkt das den Leuten nicht einfach. Ja, bitte wählt euch ein Passwort. Es muss nicht super lang sein. Ihr müsst euch daran erinnern können für die Dauer des Workshops. Und danach könnt ihr es immer noch natürlich ändern, wenn ihr den Key behalten wollt. Und wenn man nichts machen muss, verliert vielleicht das Interesse daran. Man braucht dann erst wieder nichts. Also wenn man das Passwort leer lassen will, ist ja uninteressant, weil nichts arbeitet. Ach so, ja, ein Angreifer, der ein leeres Passwort encountert, wie sagt man, schaut, wird wahrscheinlich so gelangweilt sein, dass er nichts damit anzufangen weiß. Ja, bestimmt. Genau. Ja. Das, ja, genau. Ja. Mach das im Unterricht mit deinen Schülern und du wirst sehen, dass sie viel Spaß haben werden und das garantiert nicht weglassen. Also, na. Glaube ich nicht. Cool. Wie üblich, wer fertig ist, bitte aufzeigen. Ihr seid alle Streber. Nein, ich freue mich darüber. Super. Okay, wer hat noch nicht? Wer fehlt noch? Nicht, dass ich zu früh anfange. Noch jemand seinen Key nicht? Da ist fertig. So. Na wunderbar. Gut, dann wir haben einen Key und der nächste. Wir haben jetzt eine Frage. Ja, eine Frage. Wir haben ja gesagt 1 und 2, also DSA und RSA-Key. Warum macht er nur einen RSA-Key? Dann RSA und RSA. Das gucken wir uns später nochmal an. Ja. Ja, steht zwei Sachen, die jetzt da. Warum nur das? Es wird, glaube ich, nur das eine angezeigt, so ungefähr. Ja, aber. Ja? Noch eine Frage. Diese ID ist eigentlich jetzt nicht eindeutig, ne? Sondern nur die letzten 8. Die ID, wie eindeutig ist die eigentlich? Naja, man kann jetzt sagen, aus der Wahrscheinlichkeit, wir haben einen riesigen Zahlenraum, aus dem wir etwas herauspicken und dann kommt die Hash-Funktion, die macht wieder was draus und die letzten 8 Zeichen, die letzten 32 Bit sind das nun. 32 Bit, wir rechnen mal kurz um. 8 Milliarden, ja? Genau, also wenn jeder Mensch auf der Welt genau einen Key macht, ja, und das sich schön verteilt, dann hat jeder einen eindeutigen Key. Und dann, ja, 4 Milliarden, genau. Aber dann kommen noch ein paar andere dazu und dann können wir es nicht mehr einsortieren, wir können nicht mehr was Neues verteilen, dann muss es eigentlich zu einer Kollision kommen. Also wenn es sich schön verteilt, haben wir keine Probleme. Aber wie ist das mit Kollisionen? Die sind, naja, unwahrscheinlicher als ein Lottogewinn, aber sie wären natürlich möglich. Und an der Stelle muss ich natürlich mal ganz kurz zurück zum Ups, zu dem da. Ja, da habe ich gerade den Joachim erwähnt, ja, der das Angebot macht. Ja, verschlüsselte E-Mails werden sofort beantwortet. Und dann haben wir eine Key-Signing-Party gemacht und ich habe gesagt, gib mir mal deine ID. Und das ist eine ID, die 141E062E. Ja, und die habe ich eingegeben, hol mir das mal. Das ging dann übrigens so. Ich mache das mal ganz kurz. So. Ah, da fehlt die 1 davor. So. Hallo. Und ich muss dem Programm sagen, Receive Key, hol mir das mal, ja, vom Server. Der Server ist schon voreingestellt. Und ich kann es wieder ein bisschen größer machen. Schauen wir mal. So, ich hole mir das jetzt mal. Und bei dieser Anfrage, genau, kommt nicht nur der Key vom Joachim, sondern kommt noch ein Key. Vom PP Köln. Was ist PP? Piratenpartei, Pickelpause. Na, es ist
das Polizeipräsidium. Und jetzt machen wir uns natürlich Gedanken, was ist hier nicht passiert. Ist das reiner Zufall? Hat das Polizeipräsidium zufälligerweise mit derselben ID ein Key erzeugt? Ja, sie haben Lotto mehrfach gewonnen. Oder steckt eine gewisse Absicht dahinter? Und Joachim musste sich einen ganzen Abend lang Bemerkungen anhören lassen. Wen hast du damals besucht, als du in Köln warst? Wie lange warst du da? Wegen welches Zweck? Und wie hieß sie eigentlich wirklich? Und solche Geschichten. Jedenfalls hat mich das hier gewundert und dass da zwei kommen. Und wir sehen, wir haben eine Kollision. Es gibt sie. Und nicht nur mit irgendjemandem, sondern genau mit Joachim. Das ist, da haben wir alle mal drüber gelacht, ja. Die Frage ist natürlich so ungefähr, wann wurde der Key vom Polizeipräsidium erzeugt? Ja? Haben die das vielleicht im Nachhinein noch gemacht? Und wenn wir jetzt uns mal anschauen, diese beiden Keys, und das geht dann mit minus minus Fingerprint, das ist noch so, also wir möchten den gesamten Fingerprint von dem Key sehen, und wir kriegen natürlich zwei Keys ausgegeben. Ja? Ja, und jetzt sehen wir uns das mal an. Also der Key von Joachim ist 2013 im September erzeugt worden und vom Polizeipräsidium 2012 auch August, also davor, stellt sich jetzt die Frage, was hat der Joachim machen wollen mit den Leuten vom Polizeipräsidium? Aber der Key ist erzeugt zu dem Zeitpunkt, den der Rechner hat. Und das kann man natürlich vorher auch anders einstellen. Also es kann auch schon sein, dass der andere Key später erzeugt wurde, ja, so sieht es aus, oder vorher, aber mit einer anderen Zeit, weil die gerade eingestellt ist. Es ist nicht klar, welcher erst als erster erzeugt wurde. So. Die Keys sind verschieden, richtig. Wir sehen es auch am Fingerprint, dass hier am Anfang ist alles unterschiedlich, ja, bis eben auf die letzten beiden Blöcke, hier, ja, die sind jetzt eindeutig. Ja, das ist eine Kollision, das ist der Grund, dass man sagen kann, es ist unwahrscheinlich, aber es kommt doch vor, so wie ein Lottogewinn. Und ich empfehle deswegen nicht nur die Short-ID zu verwenden, sondern die Long-ID, die die letzten vier Blöcke nimmt. Und da haben wir dann offensichtlich einen Unterschied. Ja, hier beginnt das 9EBA und dort C418. Unterschiedlich. Und zwei Blöcke zu nehmen, erhöht die Wahrscheinlichkeit nicht um das Doppelte, sondern natürlich jedes Bit, was dazu ist, verdoppelt es. Also wir haben 4, 8, 32 mal 2 hoch 32, wieder weiter 8 Milliarden drauf. Ja? 4 Milliarden drauf. Gut, also bisher für praktische Zwecke reicht die Short-ID, aber es sollte vielleicht die Long-ID dann sein, um sicherzugehen, dass das wirklich unwahrscheinlich ist. Wie wir hier sehen, die Bitlänge war gleich lang, 2048. Das kann aber eben passieren. Wir verteilen 2048 bitlange Keys auf die sogenannten Taubenschlagdinger, ja, Pigeonholes, und naja, eine große Menge auf eine kleine abgebildet. Da sind in den Postfächern natürlich sehr viele andere Zahlen mit drin. Die Wahrscheinlichkeit ist gegeben, die ist nur in unserem Feld, wo wir noch nicht so viele Keys erstellt haben, unwahrscheinlich. Hätten wir einen Supercomputer, der jede Sekunde eben 10 Milliarden von den Dingern raushaut, dann haben wir sehr schnell sehr viel mehr Keys. Die Wahrscheinlichkeit, dass Kollisionen kommen, kommt dann eben eher. Ja? So. Genau. Zur Eindeutigkeit der Keys, beziehungsweise zur Benennung. Ich empfehle also, die Long-ID zu nehmen. Ja? Gut, das war der Exkurs. Es gibt Kollision. Ja, und diese Ansicht ist wirklich was Tragisches, weil die Schlüssel sind verschieden. Die Schlüssel sind letztendlich verschieden, sie tragen auch unterschiedliche Informationen da drin, aber die Information ist änderbar bzw. anpassbar. Man könnte das hier ausblenden, die Information ist immer noch da, man würde es aber melden als revoked, nicht benutzen, und dann würde ich die andere Adresse, die da oben steht, hineinschreiben als zusätzliche Adresse, und ein Programm, das diese beiden sieht, müsste sich nur entscheiden, was es nimmt, und wenn es sich nicht entscheiden kann, sollte es das eigentlich melden, und dann haben wir ein Problem, weil dann geht das nämlich an das Gehirnzentrum und dann muss der Mensch sich entscheiden, wenn er sich denn entscheiden kann, wenn er weiß, wie er entscheidet, oder das Programm trifft eine automatische Entscheidung, die eventuell die falsche ist. Und genau das macht man dann, wenn man solch ein System angreift,
Man macht einen Key, man schreibt die Informationen von dem Namen von dem anderen Mensch hinein mit einer ähnlichen oder eigenen Adresse. Und naja, wenn jemand nur nach dem Namen sucht und sein Programm sagt, ja, nimm mal den ersten Key, den du findest, und wir verschlüsseln das auch toll, dann landet es bei der Angreiferadresse. Und der kann es dann anschauen. Und der freut sich dann. Ja. Aber an dieser Stelle kommen wir in den Bereich so von ungefähr, was sind die User-IDs, wie viele kann man haben, wie lange sind die gültig, wie kann man sie ungültig kennzeichnen, wie macht man sich einen neuen Key, wie übernimmt man das Ganze, wie managt man die Keys, die man von den anderen hat, auch da gibt es Updates, was sagen unsere Programme dazu, wie helfen sie uns, das Ganze zu managen. In diesem Bereich fallen wir im Key-Management und das ist nicht einfach. Ja. Ja. So findet dieses GPG diese Information, wo kommt die her? Ah, okay. Die Frage, woher kommt jetzt die Information, die wir da eigentlich haben? Ich hatte sie gerade geholt mit diesem Receive-Befehl. Da, ja, da ist es noch einmal. Das ist die Anweisung, bitte hol mir den Key mit dieser ID von dem Server. Und an dieser Stelle muss ich darauf hinweisen, das Eindeutige, was ich hier verwende und darauf hinweise, mit dem Server und dem Key gibt es nicht. Wir müssen ein bisschen umdenken. Erst einmal, die ID, die wir angegeben haben, geht auf zwei Schlüssel. Das haben wir gerade gesehen. Und die kommen von dem Server. Aber das ist der Server, den ich mir eingestellt habe. Den kann man auf der Kommandozeile auch eingeben mit dem Key-Server-Befehl. Ja, und dann kommt da halt so ein Servername noch dazu. Und jetzt wird es wieder ein bisschen lang und ich will mir eigentlich ein kurzes... Ach, wo ist mein... Ich habe so ein Kürzel dafür eigentlich, aber... Ich mache mal einen kurzen Prompt, damit ich mir ein bisschen mehr Platz habe. So. Also ich kann den Key-Server mit angeben, aber das will ich nicht jedes Mal. Und deswegen habe ich diese Konfigurationsdatei, gpg-conf, da habe ich das hineingeschrieben. Wie viele Server gibt es? Es gibt eine ganze Menge. Die nächste Frage ist dann ungefähr, welchen Server verwende ich denn, wenn ich jetzt die Keys von dem oder dem haben will? Das Schöne an der Sache ist, es ist eine dezentrale Struktur bei Servern, die sich untereinander abgleichen. Das passiert nicht jede Minute, das kann auch mal einen ganzen Tag dauern, aber die sprechen miteinander, ein sogenanntes Gossiping, ein Quatschen, ja, untereinander. Nicht alle sind mit verbunden und das ist auch der Grund dafür, dass wir einen haben und vielleicht benutzen, und der hat folgende Adresse, njh.oi. Dieser Rechnername Not Just Hosting kommt von einem Freund, der mit anderen Freunden zusammen ein Hosting-Verfahren macht. Und unter diesem Rechner liegt ein weiterer Key-Server, der nicht mit den anderen quatscht. Das hat seinen Sinn. Denn wir wollen nämlich nicht, was wir da hochladen, dass es verbreitet wird. Es ist sogenannter Test-Server. Über den können wir uns austauschen und ein bisschen was machen. Und immer, glaube ich, einmal pro Woche oder auf Anfrage wird das Ding resettet und vergisst alles wieder. Ja? Und das haben wir auch deswegen gemacht, weil viele sich nicht trauen, jetzt irgendwie private Informationen in den Key zu stecken. Und das geht nach draußen. Und wenn es einmal draußen ist und die sprechen ja miteinander, dann kann man zwar den einen Betreiber bitten, die Daten zu löschen, aber der kriegt das wieder automatisch von den anderen rein. Man müsste also gleichzeitig auf alle Key-Server zugreifen und das löschen. Das ist super schwer, ist nicht unmöglich, aber super schwer. Und dann haben wir das Problem, dass jemand, der sich den Key schon mal runtergeladen hat, ihn auch wieder hochladen könnte. Und dann haben wir das Problem wieder. Und das ist so ungefähr der Effekt, wo wir sagen, das Internet vergisst nichts. Das stimmt auch nicht richtig, aber es ist so ungefähr, es ist die Möglichkeit, wenn jemand eine Kopie hat, dass er sie wieder zur Verfügung stellt. Ja, an der Stelle haben einige Leute doch ein bisschen Angst oder Bedenken an der Sache, was sie da hochladen. Deswegen haben wir diesen extra Server. Also in diesem Falle würden wir das dann so verwenden, dass wir sagen, minus minus Key-Server, njhoi, und dann machen wir unsere Anfrage zum Beispiel, ja, dass wir sagen, minus receive key und dann kommt eben die neue ID. Ja, so etwas. Ja? Alles, was wir mit GPG machen, ist erst einmal lang,
mit dem, was wir tippen, aber die Shell ist unser Freund. Wir können Abkürzungen machen. Und ich habe schon ein paar Abkürzungen gemacht, die werde ich gleich dann nochmal vorstellen. Erst einmal machen wir das lange Umständige, dann verkürzen wir. Ja, weil das lange immer funktioniert und das Verkürzte, naja, wenn ihr es mögt, übernehmt ihr es und wenn nicht, naja, werdet ihr es auch nicht irgendwo finden. Okay, an dieser Stelle nochmal zurück zu eurem erzeugten Key. Ja. Bitte lasst euch das mal anzeigen. Ich gehe davon aus, dass in diesem Account, was ihr gemacht habt, habt ihr nicht noch tausende Keys runtergeladen. Es gibt genau den einen Key, den ihr eben erzeugt habt. Und wenn ihr nur minus minus Fingerprint angeht, werden alle angezeigt, aber das ist hoffentlich in dem Moment nur ein einzelner. Oh, ja, das ist, nee, drüben, ja genau, das ist das Falsche. So. Gehen wir also hier hin. Hier nochmal ganz kurz verkürzen. Ups, genau. Warum geht das nicht? Aha. Ist ja komisch. Oh ja, aber warum beschreibt? Ah, da wird wahrscheinlich ständig neu geladen. Na gut, Pech. Also gehen wir nochmal weiter. Minus, minus Fingerprint bitte eingeben, ohne das M. Und dann sollte das so ausschauen. Oh, immer noch ein bisschen zu breit. Noch einmal. Jetzt halt. Also, wenn ihr das eingibt, werden alle aus dem Pubring angezeigt und das sollte im Moment nur einer sein. Und wir sehen den Fingerprint, die lange Zahl. Die möchte ich nochmal hinweisen. Also euer Fingerprint ist nachher das, mit dem ihr euren Key bei anderen mit identifizieren könnt. Man will nicht den ganzen Key angeben, weil das wären eben eventuell 1000 oder eben 8, bis zu 8000 Zeichen, Bits. Also auch in Hex-Versionen dann ein Viertel so lang, aber trotzdem lang. Wenn wir jetzt sagen wollen, das ist mein Key und komm doch mal her und benutze den, dann sollte man diese Angabe haben. Ich empfehle, das in der E-Mail-Signature mit drin zu haben. Oder ich mache das im Header, das geht auch, sehr schön, mit Mut. Oder eben auf der Webseite mit anzugeben. Ja? Okay? Diese Zahl sollte man sich dann irgendwie mal aufschreiben und dann auch publizieren. Das Schöne an dem Public Key ist ja eben, dass er public sein darf und auch sein sollte, damit andere eine gemachte Unterschrift, eine digitale Signatur überprüfen können. Ja, also wenn man eine Nachricht rausschickt mit digitaler Signatur, können die anderen mit Hilfe des Public Keys das nachprüfen. Und es ist gut, dass die Information da draußen ist und public ist, denn sonst könnte man das ja nicht. Okay? So, jetzt ist es so schweigend ruhig geworden wie in der Kirche. Irgendwas läuft gerade schief. Fragen. Gab es Fragen? Habt ihr was eingetragen ins Pad? Soll ich das mal nachschauen? Ich bitte um Hinweise, weil das Pad wird länger. Hallo? So. Haben wir da oben was? Ah. Ich mache mal gleich den Nachtrag, den ich hier vergessen habe. Und zwar bei der Bash, die wir verwenden, meistens als Default Shell, gibt es noch eine kleine Funktion, die man da herauskitzeln kann. Und zwar drückt man auf Ctrl-X und dann noch Ctrl-V. Ah, das ist ja eine Z-Shell hier auf der Kiste. Da sieht es ein bisschen anders aus. Wir rufen mal ganz kurz eine Bash auf. Da sieht man auch, der Prompt wird leicht anders. Er ist nun leider nicht im Bund hier und dahinter sieht leicht anders aus. Noch einmal, nach Aufruf der Bash, Ctrl-X, Ctrl-V. Und die Bash identifiziert sich, was da läuft, mit der Versionsnummer. Das ist ganz praktisch, weil wenn ich euch jetzt frage, welche Version von der Shell habt ihr denn, ja, wie findet man das heraus? Man sucht nach dem Binary, man guckt mit Strings im Binary, man versucht das herauszufieseln irgendwie. Nein, das Programm. Nein, was nochmal? Echo Dollar Shell. Das wäre eine Möglichkeit. Ja, dass man schaut, was läuft denn da. Aber wie wir gerade sehen, diese Variable wurde von der Shell vorher übernommen,
Das heißt, die aktuelle Shell identifiziert sich mit der vorherigen Shell. Und das ist eben genau das Problem. Auch könnte jemand das einfach mal ändern. Ich finde es viel besser, dass das Programm eine Funktion hat, bei dem es das rausspuckt, was eigentlich dort angefragt ist. Überhaupt sollte man wissen, wie Programme sich identifizieren. Und da gibt es immer viele Möglichkeiten, verschiedene Dinge, auch noch ein Thema für sich. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Aber wenn es darum geht, Fehler zu finden, dann kommt immer die Frage, welches Programm verwendest du und welche Version ist es? Und das sollte man wissen. Also wir haben hier auf der Serviette eine Bash mit der Version 4.3.30. Warum steht da ARM? Das ist eine ARM-Architektur auf der Kiste. Und dann Unknown-Teil und Linux und GNU irgendwas, ja. So zusammen. Okay. Da, aber wir sind ja eingeloggt auf der anderen Kiste. Genau. Man kann natürlich vom System mit Uname das nochmal anzeigen lassen. Uname-A. Da kriegt man, dass es die Kiste Serviette heißt und ein Bananian auf einen Bananian läuft. Genau. Ein bisschen was anderes zeigt. Ja. Gut. Also man sollte bei der Umgebung wissen, wenn man die benutzt, was man da hat. Ich empfehle eben, sich Dinge eben anzuschauen, und wenn man nicht die ganzen Befehle kennt, um das herauszuholen, dann empfehle ich das Tool Inksy. Und ich weiß nicht, ob es installiert ist, ich fürchte ja nicht. Nein, vielleicht darf ich den Admin, den Christoph, kurz bitten, ein Inksy zu installieren. Oder, ja, Moment, ich kann es aber, ich glaube, ich habe unsere Admins gebeten, da drüben das zu installieren auf dem Server. So, dann gehen wir ein bisschen runter, wir kommen nämlich Output, dann rennt das, jawohl. Da rennt ein riesen Shell-Skript und gibt uns da Auskunft. Aber hey, da ist es alles schon. Ja, also ich habe Info über die Maschine, die CPU, die Graphics-Karte, das Network, die Festplatten ein bisschen und wie lange das Ding uptime ist. Ist doch schick, oder? Ja, das kann man natürlich in eine Datei umleiten und das kann man dann mal irgendwo anhängen. Das ist so ein Standardding, was ich irgendwo mal anhängen würde, wenn ich sage, ich habe ein Problem mit meinem Rechner. Ja? Inksy, viel gut. So, wieder zurück zu unserem Kontext, GPG. Also, Identifikation der Shell, genau. Bei der Z-Shell sieht es ein bisschen anders aus, wenn wir da mal schauen. Da gibt es die Versionsdinge, da gibt es sehr, sehr viel. Ja, genau, es gibt die Z-Shell underscore Version und die zeigt dann an, ich bin eine 507er Z-Shell. Ja, muss man aber dann auch wissen, wie das Ding heißt. Und wir müssen der Sache auch vertrauen, letztendlich. Ja, also ich wollte mir eigentlich immer noch mal eine Funktion basteln, die auch Ctrl-X, Ctrl-V heißt, weil ich das von der Bash dann übernehmen würde, damit die Z-Shell das auch hat. Aber das müsste man natürlich auch für die anderen Shells machen. Ja, Conshell, TC-Shell, C-Shell, na, C-Shell brauchen wir nicht. Ja, so. Was haben wir also vor der Nase? GPG haben wir schon gesehen, was wir vor der Nase haben. Wir können uns den Fingerprint unseres eigenen Keys anzeigen lassen. Aber wenn sich die Keys ansammeln im Keyring, dann ist die Angabe über Fingerprint liefert zu viel. Man sollte also dort die richtige Anfrage vom Key machen. Und deswegen müsst ihr jetzt lernen, dass ihr eure Key-ID irgendwie mal merkt. Bitte aufschreiben. Ja? Also ich muss mir jetzt merken, dass der Key, den ich erzeugt habe, CB875353 heißt. Ja, das ist, ja, ihr seid natürlich keine Nummer, aber das ist eure Nummer. Eure neue Telefonnummer, euer neues Zuhause, eure neue digitale Identität. Ja, also bitte merkt euch diese Key-ID. So, und jetzt schauen wir mal. Christoph? Genau. Der lokale Key-Server läuft? Ja.
Okay. Endlich mal ganz kurz hier rumbasteln. Und jetzt wuschelt's, gell? Jetzt muss ich das hier mal zeigen. Ja. Ah ja, okay, genau. Also was habe ich eben eigentlich gemacht, um die Versionsnummer rauszuholen? Es ist eine Variable, die in der Shell gespeichert wird. Das Kommando set gibt alles heraus, weil es mehr ist, als das Terminal jetzt anzeigen kann, gebe ich das weiter an less. Less ist wie more, nur besser. Achso. Ja. Zoom. Was? Zoom, Control plus. Achso, zoomen. Achso, ja, ich mach's so größer machen. Ja, genau. Das ist das Zeichen. Kennst du das, ne? Ja, wenn du es so machst, ja, denke ich mal so, zwei Bier. Also, geht nicht. Okay. Ja. Set, die Ausgabe gebe ich weiter an less, mit dem kann ich rauf und runter gehen und wenn wir das uns anschauen, dann schauen, Moment, Ctrl-G zeigt uns das an, das sind 226 Zeilen immerhin, wo ist jetzt das Richtige? Deswegen greppe ich mir das heraus, haben wir das, mit dem Version, ja, wobei ich dann den Namen auch von dem Namen schon so ungefähr erraten habe. Aber wir haben hier ein Problem an diesem Datenstrom, der da kommt, sagt das Grep, naja, da ist irgendwas Binäres da drin, das sieht nach Binärdatei aus. Ciao. Ich habe jetzt meine Enkelpflicht berufen. Na dann, ciao. So, und die Variable, die da eigentlich drin ist, die das ein bisschen kaputt macht, ist dieses IFS, der Field Separator, der sagt, wo wird was getrennt. Und da ist das eigentlich nur ein Zeichen drin, was nervt. Und damit das nicht stört, habe ich diese Variable einfach mal rausgeschmissen mit einem Unset. Ja. Piff. So, und dann gibt es die nimmer und dann ist das mit dem Grep da auch kein Problem mehr. Und das, was ich da suche übrigens, wird ja hier in Rot dargestellt. Das liegt daran, dass das Grep, was ist das eigentlich? Das ist nämlich nicht nur einfach Grep für sich, sondern es ist gealiast auf sich selbst und nimmt dann noch einen Parameter mit, nämlich dieses Color automatisch. Und in diesem Kontext kann das gut verwendet werden. Dann wird das eben in Rot dargestellt, was da gefunden wurde. Ja? Und wenn wir das ein bisschen anders machen und nicht nach Version suchen, sondern nach Shell, schauen wir mal Shell, gibt es bestimmt einiges. Ja, genau. Da gibt es einen Shell, da gibt es einen Shell und da gibt es einen Shell. Also wer Grep noch nicht kannte mit dieser lustigen Dingens, es holt die Zeilen raus, wo das drinsteht, aber wir wollen ja auch sehen, wo der Treffer ist. Und das macht dieses Color. So, genau, zurück. Also Serviette dürfen wir verwenden als Key-Server, müsste eigentlich einfach nur Serviette heißen, gell? Wie schaut das aus? Aber Web-Interface ist auf Port 11371? Ja? Kann das sein? Ja, schau mal, Serviette. Achso, das ist ja nicht. Hm? Was war der Port? 11371 müsste es sein. Tada, tatsächlich. Also, ich übernehme mal das, kopiere das, gehe rüber zu unserem Textpad 59, oder nee, eigentlich das ist ja im Zusammenhang mit dem 60, mit diesem hier. Sidebar aufmachen, Chat da hineinpasten, plopp. Da habt ihr die URL, die ihr jetzt sozusagen aus dem Dingens übernehmen könnt. Rechte Maustaste drauf und dann Link in einem Tab öffnen und schon habt ihr das. Ja? Das ist auch das Wichtige für mich eigentlich an dieser Stelle, dass wenn ihr auf dieses Pad schaut, dass wir eine Kommunikationsmöglichkeit haben und ich muss das nicht ständig vorlesen. Es sollte also reichen, dass ich das in den Chat hineinhau und ihr könnt es direkt da rausnehmen und müsst das nicht alles tippen. Ja? Deswegen mag ich das Tool also ebenfalls. Ja? Und wenn es immer heißt, ja, die Kinder, die müssen alle noch miteinander chatten, hallo, das ist ein Tool, das ist total sinnvoll. Ja, dass das da Chat heißt, heißt nicht, dass es unsinnig ist, sondern dass es ein Tool ist. Man muss nur wissen, wie man es anwendet. So, dann schauen wir uns mal das da an.
Okay, wir haben hier so ein komisches Interface, das könnte übrigens sehr viel schöner sein. Lasst uns bitte daran arbeiten. Ja? Also, man kann hier einen Key hineinwerfen, und, um den zu uploaden. Das sollte aber auch anders gehen. Fingerprints. Ah, wir können natürlich auch mal schauen, ob irgendwas da ist. Wir suchen noch mal einem String, und ich suche einfach mal nach einem E. Mal sehen, was es findet. Noch kein Key. Okay, wie kann ich jetzt meinen Key da hochladen? Ich müsste das da also hineinpasten. Und an dieser Stelle möchte ich halt nicht lieber, dass da ein Dings steht von wegen, nimm eine Datei. Also dieses übliche, ich lade eine Datei hoch. Ja, das macht es ein bisschen einfacher. Jetzt müssen wir wirklich mal mit Copy and Paste arbeiten. Und das ist die einzige Stelle, die ich in meinem Dings erlaube, wo ihr die Maus benutzen dürft. Ja? So, hier müssen wir das hineintun. Wenn wir uns einen Key anzeigen lassen, werde ich gleich mal zeigen, dann ist das so ein, naja, binär Gegabel. Ja, und das zu kopieren, naja, das kommt irgendwie darauf an, wie wird es denn dargestellt. Ja, das kann immer wieder ein bisschen anders sein. Und damit das eben nicht so ein komisches Zeug ist, womit wir Probleme haben, sollte das Ganze in ASCII sein. ASCII Armored, das hat so seine Historie. Ich sage einfach nur, es ist ASCII, es ist Text. Und diese Darstellungsmethode werden wir gleich mal herausholen. Das geht wie folgt. So, GPG. Und dann gibt es diese Export-Geschichte. Nicht all, einfach nur Export. Und an dieser Stelle müsst ihr euren Key-ID mal wissen. Und das auch eingeben, aber noch nicht ganz abschicken. Ich zeige euch erst einmal, wie das ausschaut. Wo ist mein Fingerprint? Ah ja, ach nee, ich bin auf der falschen Seite. Ist das zu viel? Da. Noch einmal, gpg-fingerprint, da ist es, hier ist meine Key-ID, die brauche ich, hätte ich mir natürlich merken sollen, cb875353. So, und diesen möchte ich ganz gerne exportieren, und da kommt das dann hineingeklebt. Und Achtung, ich werde das gleich jetzt mal weitergeben an Les, denn ihr werdet sehen, wie das Zeug ausschaut. Und hier haben wir die Darstellung, die Les uns gibt, die ist eigentlich wichtig, weil insofern, upsa. Oh, mein Kabel. Irgendwo anders hinstecken. Sekunde. So, die Darstellung sieht so aus. In spitzen Klammern steht so eine Hexzahl. Ja, das ist eben die Darstellung. Oder wir haben sowas wie Hütchen, Buchstabe, das ist Ctrl. Ctrl-U, Ctrl-H, das sind so die ersten 26 Zeichen nach dem 0 in der ganzen ASCII-Tabelle. Aber das ist nicht wirklich verwendbar. Ja? Auch diese komischen Zeichen, die sich dazwischen so ergeben, das gibt immer ein Problem. Also brauchen wir eine andere Darstellung, eine eindeutige und eine lesbare. Und die funktioniert so, dass wir noch den Parameter minus a hinzugeben. Das ist diese ASCII-Armor. Und dann sehen wir auch, was bei rauskommt. So schaut das aus. Und ich glaube, das hat der eine oder andere von euch schon mal gesehen. Ja? Da haben wir also diesen Anfang, Beginn, PGP, Public Key Block, und da unten End, das dazugehörige End. Wir haben die Version, mit der es erzeugt wurde, weil, naja, wenn sich was ändert, dann müssen wir auf die Versionsnummer zurückgreifen von dem Programm. Dann haben wir diesen langen Block von der ganzen Geschichte. Ich weiß gar nicht mehr, das müssten so wie 80 Zeichen oder 72 Zeichen sein. Und dann kommt da unten noch so ein kleines Ende, und dann kommt noch ein Hash dazu. Das ist die letzte Zeile da. Und das ist das Ding, was ihr jetzt da in dieses Fenster hinein kopieren dürft. Ja? Und ich mache das mal hier in diesem GNOME-Terminal. Ich kopiere das also von Anfang an bis da unten hin. Und ja, die eine Methode ist auf dem X-Server jetzt, das ist schon in einem Copy-Buffer drin, und mit der mittleren Maustaste müsste man das wieder reintun. Aber das ist manchmal im Scrollrad, und man schiebt das, und das geht ein bisschen schief und so weiter. Die andere Methode, die ich verwende, ist an dieser Stelle Ctrl-Shift-C für Copy. Und auf diesen Tastaturen ist Ctrl und Shift genau übereinander. Man braucht also nur einen dicken Daumen am linken Rand, ja, und dazu das C. Und dann mit Alt-Tab wechseln wir zu dem Browser. Klicke mal kurz im Fokus da unten hinein, und dann brauchen wir dasselbe, Ctrl-Shift und ein V. Und das gibt, nein, ach natürlich, Quatsch, das gibt diesen Dings, nein, wir brauchen nur Ctrl-V, Entschuldigung, ich mache das so selten. Da haben wir es, ja. Und man kann im Browser mittlerweile die Dinge auch so ein bisschen aufziehen, das ist ganz schick.
Das war früher mal ganz fürchterlich. Man konnte nicht unbedingt sehen, was man da drin hat. So, dann habe ich diesen ganzen Public Block, also hier da drin, das ist die Information meines Public Keys. Und dann schauen wir mal, ich submitte das, Clickomat, und dann kriegen wir als wunderschöne Feedback ein Key Block added to Key Server Database. Ja, added successfully. Yay. Und die Theorie sagt jetzt, dass das eben eine Database ist und dass wir das anfragen können. Das heißt, wenn ihr nach irgendeinem Teil, der da drin ist, sucht, zum Beispiel meinen Namen, einfach Sven, dann sollte man sich das finden lassen. Leider gibt es hier an dieser Stelle Benutzerführung. Ja, das ist ein Dead End. So, was jetzt? Das ist ja schön. Genau, wir müssen einfach mal zurückgehen. Und das finde ich immer keine gute Dingens, ja, so von wegen zurückgehen. Ja, heißt das, ich habe sie da rausgeschmissen oder ich habe Undo gemacht oder irgendwas. Schauen wir mal. Ich gebe meinem Search String also mal Sven ein. Mal schauen, was sich tut. Yay, wir haben einen Key. Diesen CB875353. Yay. Und das möchte ich also bitten, macht das bitte auch nochmal, damit wir alle Keys da oben haben. Und dann beginnt das Lustige, wir können jetzt mal austauschen und wir können dann anfangen zu mailen. Da müssen wir leider Mut noch ein bisschen einstellen, aber wir sind nicht weit davon entfernt. So, gehen wir mal zurück. Also der... So, in der Schreibweise, wie ich das hier wieder mache... Also, um euch das anzeigen zu lassen, GPG ASCII Armor, also minus A als Befehl, minus minus Export, das ist die Long-Version, die beginnt mit 2 minus. Und $ID heißt jetzt für an dieser Stelle, bitte müsst ihr den Wert dieser Dinge Sache selber einsetzen, eure ID einsetzen. Ja, wenn ihr nichts einstellt, ja, im Moment, ihr habt nur einen Key vorhanden, genau, dann kommt genau dieser eine Key. Aber ich möchte es schon richtig machen. Ja, also wenn das einfach so ist, ihr habt den Key nachher von den anderen und ihr gebt diesen Befehl ein, dann zeigt euch eben alle, dann werden alle Sachen exportiert. Das ist nicht das Richtige. Ihr müsst schon das mit einer ID anfragen. Ja, also ich empfehle, da an der Stelle müsst ihr eure ID einsetzen. Und ich hoffe, ihr habt euch gemerkt. Achso, kopieren dann, wenn es im Terminal angezeigt wird. Ich mache das noch einmal. Ja, an dieser Stelle ist es schön, wenn ich Ctrl-Minus habe, um das eben ein bisschen kleiner zu machen. So habe ich jetzt alles vor der Nase. Und dann, okay, diesmal dürfen wir die Maus benutzen. Das da. Ja. Und da aufziehen. Und wenn das alles richtig markiert ist, dann drückt man auf Ctrl-Shift-C. Ist vielleicht jemand dabei, der das mit ins Textpad schreibt? Das wäre nett. Ja? An dieser Stelle muss ich mit Klaus reden. Mhm. Es gibt ein Tool, das heißt Xsel, X-S-I-L. Mhm. Und dann kann man sagen, bitte das, was in dieser Datei steht, in den Clipboard-Buffer nehmen. Xsel. X-S-E-L. Das hätte ich gerne auf Knoppix mit dabei. Okay. Das ist Xsel, minus B und dann Dateiname. Ja, das ist der Hit. Das ist nicht da. Ja, habe ich schon. Das ist 72 Kilobyte. Ja. Passt es noch? Ich kann es gerade eben mal installieren, dann vergesse ich es auch nicht. Cool. Yay, der Workshop hat sich wieder gelohnt. Genau, es gibt auch ein Kommandozeilentool, mit dem man sagen kann, nimm mal das, was in der Datei ist, mit in den Clipboard-Buffer. Das hätte ich an dieser Stelle gerne verwendet, aber ich habe gestern Nacht noch gemerkt, oh, das ist bei Knoppix noch nicht vorbei, aber das ändert sich gerade. Yay. Ich habe es in den letzten 20 Jahren nicht gebraucht, deswegen Ach so. Wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Achso, okay. Ja. Aber warum will ich per Kommandozeile etwas in den Mausbuffer übernehmen, wenn ich das auch mit der Maus tun kann? Du kennst Kit. Ja, natürlich kannst du das, gut, du kannst das mit der Maus machen. In diesem Falle, es passt auf einen Bildschirm. Oder wenn es ein bisschen größer wird, dann gehen wir mal mit der Dings ein bisschen runter. Also, ja. Du kannst nämlich scrollen.
Scrollen. Im Scrollen, genau. Und dann gebe ich dir ein Beispiel, wo du da so ein paar Megabyte hast und wo du über mehrere tausend Zeilen scrollst. Und wenn du das einmal den Fokus verlierst und nochmal anfangen musst und das dreimal machst, dann weißt du, warum ich das lieber über Tool mache. Die Tastenkombination Shift-Seiten-Anfang und Shift-Seiten-Ende. Genau, ja, und dann hast du also eventuell ein bisschen 72 mehr. 72 Kilobyte brauchen wir nicht drüber zu diskutieren, das kriege ich schon hin, das noch zu integrieren. Cool. Ja, also an dieser Stelle, sage ich mal, ist der Vorteil von dem Tool, es bleibt ein Tool, es bleibt einfach etwas, was man wenig macht. Und wenn wir das hätten, dann klar, das Erste, was wir machen, wir exportieren die Sache in eine Datei. Ja? Und bei dem nächsten Schritt würden wir dem Tool sagen, nimm mal das Zeug aus dieser Datei raus. Und dabei bleibt es. Und das können wir natürlich auch ein bisschen abkürzen. Also ich tippe nicht immer XL-Dings, sondern ich einfach nur ein XXX oder XS. Ja? Ich mache es mir ein bisschen kürzer. Und an dieser Stelle gewinnen wir Folgendes, und nämlich eine Unabhängigkeit von der Größe der Datenmenge. Irgendein Tool schmeißt etwas heraus und in eine Datei, und dann sage ich mit dem anderen Tool, nimm den Inhalt der Datei und pack es mir in den Copy-Buffer. Und ich brauche nicht da rumhampeln mit der Maus. Ja? Es gibt noch andere Möglichkeiten dazwischen, lasse ich jetzt auch mal weg, aber das ist für mich so die Sache, wir haben ein Tool dafür. Und das finde ich sehr geschickt. Das ist natürlich dann auch skriptbar. Ich kann auch gleich die Ausgabe von dem ersten Befehl weitergeben an dieses Tool, ohne eine Datei dazwischen zu erzeugen. Und ich habe es im Copy-Buffer. Und ich gehe einfach auf meinen Webbrowser, das universelle Tool, und brauche nur mit Ctrl-V das hineinpasten. Thema erledigt. Ja? Okay. So. Also, wenn ihr das mit dem Hochladen schon gemacht habt, dann müssten wir noch mehr Dinge sehen. Wer hat den Key jetzt schon da hineingepastet und dann, ja, da, gegen Dingens? Wer hat noch nicht? Wer ist noch am Basteln? Einer, zwei, okay. Ah, die Webseite, da habe ich die Webadresse in dieses Chatfenster hineingegeben. Rechts unten. Ich meine, ich kann es natürlich nochmal auch darstellen. Da oben ist es. Und da ist so, hier, die Adresszeile kann man leider nicht größer machen. Das ist immer etwas, was mich stört. Ich werde das dann in das 60er. Ich packe das mal ganz nach oben da hinein. Ja, ganz an den Anfang, damit man es auch sehen kann. Sidebar mal rausnehmen, wieder größer machen. Da ist die Adresse, ja. So, da. Laut. Mit dem? Oben dem Namen wo reingegeben? Na gut, gehen wir mal dorthin und in das Interface wieder zum Suchen da zurück. So, beim Search String. Was darf ich denn? Wonach suchen wir bei dir? So. Da. Nach dem Paste von dem ganzen Key in das Textfeld auch Submit gedrückt. Schön. Und das kam dann auch zurück. Ist auch dabei. Ja, man kann natürlich. Oh. Ach, Moment einmal. Ah ja. Ah, da war was. Da hatte ich mir auch mal was zu aufgeschrieben. Also, ich selber finde mich auch nicht, wenn ich SV eingebe. Ja, obwohl das ja ein Teil dessen ist, was gefunden werden soll. Aber wenn ich Sven eingebe, habe ich ein Wort, das da drin vorkommt.
Also weiß ich nicht, ist Harry ein Teil deiner E-Mail-Adresse oder auch als Namen? Also es muss ein Wort sein und es muss irgendwie auch passen als ganzes Wort. Naja, also, okay. Harald geht, ja, Harald wird gefunden. Ja, okay, dass die Maschine Harald und Harry nicht identifiziert, das ist... Ah, der Anmeldename von dem SSH, ja. Das weiß der Key-Server nicht. Die Information muss schon in dem Key vorhanden sein, auffindbar und anscheinend ein ganzes Wort sein. Also hier zum Beispiel, ich würde jetzt zum Beispiel sagen HH02, ja, in der E-Mail-Adresse, müsste findbar sein. Ich gehe mal zurück und mache mal HH02. Okay, hat doch gefunden. Ja, gut. Also, ja, aber, ja. Also dein Anmeldename von deinem Dings, da hat mit deinem Key nichts zu tun. Ja. Okay. Jetzt schauen wir nochmal überhaupt, wenn wir mal nach Ad suchen, was findet es? Nein, es findet leider nichts. Schade. Ich möchte natürlich gerne mal alle sehen. Und hier kommt noch dieses Only Return Exact Matches, das ist gar nicht mal angeschalten. Das finde ich komisch. Warte mal, wenn alle ein E haben. Na, ein E allein reicht auch nicht. Also muss ungefähr wissen, was man sucht. Ja, ich hätte natürlich lieber so, dass es auch die Möglichkeit gibt, weil es ja eine Testgeschichte ist, wirklich alles anzuzeigen. Dass das nicht drin ist, muss man vielleicht als Feature sehen. Man muss schon genau wissen, wonach man sucht. Man kann nicht einfach den ganzen Server auslutschen, indem man sich alles anzeigen lässt. Also eher als Feature, ja. Ja. Kannst du das da versuchen zu copy-pasten? Das kriegen wir nicht rein. Das ist es nur lauter Sonderzeichen, die wir werden. Ja. Na, Moment. Ctrl-Shift-C. Ja, jetzt gehen wir zurück. Und da sind wir dann schon drin. Ctrl-V. Aha, was haben wir hier? Moment, ah. Sit. Tatsächlich, ist ein bisschen unterbrochen da irgendwo. Das wird in dem Key-Brüche escapen, Sequenzen drin haben werden. Das ist schon ein bisschen seltsam. Ah, es ist sehr weit auf. Es nimmt ganz viele Leerzeichen da hinten mit, weil das Terminal auch so weit ist. Wenn wir es ein bisschen größer machen, ja, dass das mehr oder weniger auf die Breite passt, dann behaupte ich jetzt mal, kommen sehr viel weniger Leerzeichen. Und das könnte es sein. Schauen wir mal. Dann müssen wir hier drin erstmal alles selektieren und wegschmeißen. Und hinein. Das ist, ja, deswegen Copy and Paste mache ich nicht so sehr. Ja. Ah, okay. Das ist lustig. Also noch einen weiteren Grund gefunden, eigentlich, warum Copy and Paste immer so eine komische Geschichte ist. Wenn eure Darstellung, ja, mach das mal hier so. Wir zeigen nochmal den Fingerprint an. Da ist er. So, jetzt war die Darstellung so in etwa. Also, wir haben rechts ganz viel Luft. Und wenn wir das jetzt copy-pasten hier, ja, dann sehen wir, dieser Bereich da rechts, diese Luft, wird mitselektiert und als Leerzeichen interpretiert und das nimmt man mit. Und das pastet man mit hinein und das macht das ziemlich breit. Ja, und das geht dann irgendwo anscheinend schief. Also, der Trick oder Workaround an der Stelle war, es einfach größer zu machen, sodass es gerade so hineinpasst. Und dann selektieren wir das Ganze noch einmal, kopieren das. Und wenn wir dort hineingehen, da hinunter, dann ist das mehr oder weniger auch so da drin. Und schauen wir mal da hinten. Achso, da hinten hat es was weggenommen. Aber anscheinend, wenn wir das eben breiter selektieren und hineinpasten, dann bricht das doch irgendwie um. Dann sagt das Ding, oh, das ist zu breit und dann wird das hier in der Mitte nach einem Slash oder so, wird das umbrochen. Ja, das war es eigentlich so ungefähr. Noch ein Grund dafür, warum ich das dann also lieber mit diesem Tool mache, indem ich dann sage, die Ausgabe von dem Kommando gebe ich gleich weiter an das Tool, dass das in den Clipboard-Buffer hineinschreibt und dann brauche ich nur ein Ctrl-V und dann ist es genau das, was ich da habe und nicht noch mehr mit drumherum irgendwie. Ja. Ja. Okay, wir haben also die Keys hochgeladen. Jetzt müssen wir uns nur noch gegenseitig finden. Jetzt haben wir das Problem,
Also, dass das Auffinden sagt, naja, du musst schon was Genaues wissen über den Key, damit das passt. Und an dieser Stelle, jetzt kommt die Sache mit dem Eintrag in unserem Textpad, damit wir uns gegenseitig finden können. Ja, das ist aber auch Sinn der Sache. Wir haben hier einen Public Key damit erzeugt und den wollen wir den anderen zur Verfügung stellen im Textpad. So, gehen wir nochmal wieder zurück da. Blum, blum, blum. Hallo. So, da oben, da steht also die Liste der Teilnehmer. Da stehen schon die richtigen Keys. Oder, das ist die Frage so, oder sind das auch die, die ihr da hochgeladen habt? Mehr Dingens. Ja, was wir jetzt nicht getestet haben, ist die Serviette, ob man lokal mailen kann, müssten wir mal schauen. Ansonsten, wenn wir jetzt den Key verwenden, um eine verschlüsselte Mail an einen anderen zu schicken, müssen wir schauen, dass wir rausmailen können. Denn wir schreiben ja eine Adresse wie privat, privat.t, gmx.net, gmail.com. Ja, müssen wir jetzt mal schauen. Aber das ist der nächste Schritt. Ich denke mal, an dieser Stelle werden wir am besten mal uns koordinieren, ein bisschen testen. Und das gibt euch wieder eine Pause. Aber bitte seid so nach 5 Minuten wieder da. Ja? Ja. Nicht auf dem Schulhof wieder rauchen. Genau. Machst du noch Matt? Ja, jetzt kommt das Mailen mit Matt. Jetzt mach noch die Ergänzung, wie du das mit OpenSSL laufen lässt. Oh. Auch mit S-Minen. Ja. Ah, alles gut. Genau. Erst einmal, um jemandem was mailen zu können, verschlüsselt, ja, müssen wir natürlich seinen Key haben. Den laden wir uns jetzt erst einmal runter von dem Server. Der ist gleichzeitig auch auf der Serviette installiert. Und es reicht nachher dann bei der Anfrage zu sagen, wir benutzen den Localhost. Dann sparen wir uns die Eingabe von der IP und dem ganzen Kram. So, das sieht dann so aus. GPG wieder verwenden. Und wir sagen minus minus Keyserver. Das nächste Wort ist also der Keyserver und das ist Localhost. Und wir brauchen noch nicht mal anscheinend einen Port anzugeben. Und dann wollen wir sagen, wir brauchen jetzt einen Key und suche mal Search Keys nach dem Wu. Das ist der Christoph. Und dann schauen wir mal, was wir als Ding jetzt bekommen. Jawohl, der Wu wird gefunden. Er ist, also der Key zum Wegwerfen. Und da steht Wu mit drin, deswegen wird es wohl auch gefunden. Genau. Im Prinzip natürlich. An dieser Sicherheit, wir holen uns ein Key und wir hoffen, das ist der richtige. Es wird wohl der richtige sein. Wir haben da nicht so viele. Aber wenn wir einen großen Key-Server gehen, wir finden mehrere, ja, Treffer. Wenn wir jetzt nach seinem Nachnamen suchen, Wurzinger, wir finden 13 Stück. Welches ist der richtige Key? Also wir müssen mal feststellen, welcher Mensch gehört zu welchem Key oder umgekehrt, welcher Key gehört zu welchem Menschen. Und deswegen machen wir Key-Signing-Partys. Das wird wohl heute leider nicht so unbedingt das werden, es sei denn, wir machen nachher das noch im Anschluss. Aber in diesem Interface, was wir jetzt bekommen, ja, haben wir genau einen Treffer. Das ist schön, da haben wir nicht viel auszuwählen. Und der erste Treffer auf der 1 ist es. Also geben wir eine 1 ein zur Anfrage und drücken auf Return. Wunderschön. Genau, da kommt dann also dieser Key und das ist importiert worden. Ja. Könnt ihr das nachvollziehen? Bitte nachvollziehen. Da oben, ich highlighte nochmal das Kommando, was ihr eingeben müsst. Da. Noch einmal. Noch einmal aufrufen, okay. So. Bist eingeloggt auf der Serviette, weil sonst kriegst du es nicht. Ja. Da. Ja, ja, genau. Da kriegst du, genau. Also hier ist sozusagen das Interface ist diese Zeile mit der Frage. Ja? Wir haben einen Key gefunden, 1 bis 1 von 1. Und Eingabe von Nummern lädt das runter. Wir brauchen halt diese 1 hier, müssen wir eingeben, um diese Anfrage zu bearbeiten. Runterladen von diesem Key. So. Ja?
Nochmal Feedback. Wer ist soweit? Wer ist schon soweit? So. Das sieht gut aus. Gut, machen wir weiter. Gute Frage, wo landet der? Genau im Schlüsselring. Und das ist im Unterverzeichnis. Diesmal heißt es nicht GPG, .gpg, sondern .gnupg. Und da schauen wir mal hinein und da sehen wir diesen Pubring, da landet das drin. Da sehen wir auch von der Zeit her, 11:43 Uhr, das ist jetzt, da ist es gelandet, sogar fast Lead. Und wir haben noch eine Datei mit demselben Namen und ein Tilde dahinter, das ist die Backup-Datei. Also wenn wir gerade was gemacht haben, wollen das Undo machen, dann könnten wir das durch Umbenennen machen. Ja? So, der nächste Schritt ist, lasst uns den Christoph mal voll spammen. Ja? Und dazu, jetzt habe ich es gerade angezeigt, GPG, ich brauche nochmal ganz kurz diese E-Mail-Adresse und dazu verwende ich ListKey und da gebe ich mal WooAd ein, das sollte zu finden sein. Genau, da, diese Adresse braucht ihr, das bitte sozusagen herauskopieren, ihr könnt es auch abtippen, das ist auch gut, das übt. So, und dann mailen wir mal an den Wu. Ja? Soweit? Ja. Mut und E-Mail-Adresse. Das ist so die einfachste verständliche Form, glaube ich. Ja? So, wenn ihr das abschickt, dann wird Mut sagen, Moment einmal, ich muss Daten ablegen und da brauche ich das Unterverzeichnis Mail mit großem M. Da kommt diese Anfrage, soll ich das anlegen? Ich habe es jetzt gerade schon gemacht. Ach so, warte mal, ich kann es einfach kurz wegmachen, dann kommt die Anfrage auch wieder. So, also, wir tun das mal ganz kurz ausführen und dann kommt Mut und sagt, hey, Unterverzeichnis Mail existiert nicht, neue anlegen, ja oder nein? Und, was ich ganz schön finde, in dieser Darstellungsweise, der Default kommt in eckigen Klammern. Wenn ihr also Return drückt, dann heißt das, in diesem Fall, ja. Anlegen ist gut, dann existiert das, passt, alles gut. So, Mut funktioniert erst einmal so, dass es dich fragt, so die To-Adresse, ja. So, was willst du denn eingeben? Hätten wir nichts eingegeben, stünde vielleicht nichts. Jetzt könnten wir hier noch weitere Adressen eingeben. Wichtig ist, wie immer, wenn man weiteres eingibt, mit einem Komma trennen. Komma, nächste, ja. Ist aber gut so, Return eingeben, passt. Subject, na, worum geht es eigentlich, was wollen wir schreiben, was ist der Inhalt, was ist der beste Titel, wissen wir noch nicht, auf alle Fälle nicht leer lassen. An dieser Stelle, wenn ihr Return drückt, ohne Subject, geht es, glaube ich, wieder raus. Glaube ich deswegen, weil ich benutze sonst immer anders, aber irgendwas mal reingeben. Passt schon, ja? Nicht leer lassen. Ich habe übrigens in meinem Mailfilter so eine Regel drin, wenn Subject-Zeile leer ist, dann Spam. Da könnt ihr mir schreiben, was ihr wollt, das sehe ich nicht. Also nicht, solange ich in meinen Spam-Folder schaue. So, dann weiterhin. Das nächste, was startet, ist der Editor TM. Wir müssen darüber reden, weil das ist der Editor, den ihr kennen müsst, das ist der Wim. Ich sage auch immer dazu, den anderen Editor solltet ihr auch mal gesehen haben. Der heißt Emacs. Genau, ist ein wunderschönes Betriebssystem, dem ein guter Editor fehlt, bla bla bla. So. Wie funktioniert das? Kurzversion, ihr drückt auf I, dann seid ihr im Einfügemodus, im Insert-Mode und dann tippt ihr was. Ich möchte euch bitten, Folgendes als Idee vielleicht zu übernehmen. Ein Hallo zunächst, dann ein bisschen Inhalt und da hinten unterschreiben mit eurem Namen. Das ist ein schöner Rahmen, da sieht man an dem Hallo und an der Unterschrift, von hier bis hier geht das, wenn man das ausdrucken sollte oder nicht. Ja. So. Wer den Editor noch nicht kennt, wir beenden die Eingabe mit Escape und dann braucht man eigentlich nur noch einen dicken Finger, ach so, keine englische Tastatur, zweimal groß Z, wer das noch nicht kennt, Shift Z, zweimal hintereinander drücken, so, und ihr seid aus dem Editor raus und jetzt seid ihr wieder bei dem Mut. Das ist eigentlich komisch gelaufen, nicht? Also Mut ist so eine Schnittstelle zwischen verschiedenen Dingen, das ist der User, das User Interface. Aber es ist nicht der Editor. Der Editor, da haben wir sowieso in der Linux-Welt zum Abwinken viele. Ja, und Mut versucht nicht, ein Editor zu sein. Es gibt einen eingebauten Editor, aber der sackt so gewaltig, dass ihr das gar nicht wollt.
Wie auch immer, wir sind jetzt vor dem Versenden. Das Ding heißt Compose Menu, finde ich total daneben. Es muss ja nicht Send Menu heißen, Versende Menu. Und wenn wir auf Y drücken, wird es abgeschickt. Aber noch nicht abschicken. Wir wollen nämlich erst noch verschlüsseln. Und die Security hieß vorher PGP, was ist aber so ein bisschen angepasst worden, dass es jetzt neutrales Wort ist. Dennoch muss man auf P drücken, ja, um da was zu ändern. P, das muss man halt wissen. Und dann kommt wieder ein Interface und das ist nicht da oben, das ist hier unten, auch ein bisschen unglücklich. Aber wir können jetzt verschlüsseln, signieren, beides tun oder kein PGP verwenden. Das ist so wie das Clear. Wir lassen das weg. Aber wir wollen verschlüsseln, deswegen auf ein V drücken. Ich muss immer nachlesen, weil das Deutsche kenne ich nicht. So, also PV sagt PGP benutzen und V verschlüsseln. Es sei denn, du hast auf Englisch, dann ist es E. Genau, E, E, genau. Okay, dann wird hier auch dargestellt, es soll verschlüsselt werden. Also ich fände das immer angenehm, auch wenn das schlüsseln würde nicht. Es ist schon verschlüsselt, sondern es wird verschlüsselt, bevor es wirklich versendet wird. Und das Versenden tut Mut auch nicht selbst, sondern es gibt es weiter an ein Sendmail, das dann den Transport erledigt. Also, was passiert eigentlich? Wir bereiten das hier vor, wir müssen noch ein bisschen dran ändern und dann schicken wir es ab. Bei dem Subject natürlich nochmal anpassen. Was machen wir? So, Test. PGP. Verschlüsseln. Wohlgemerkt, ich bin noch so oldschool, dass ich Umlaute mit umschreibe UE. Das hat auch den Sinn so ungefähr, wenn im Header da ein Umlaut drin steht, dann muss der nämlich extra noch kodiert werden. Wenn ihr euch die Mail dann nachher wirklich anschaut, dann steht da so, hier steht ISO 88951, bla bla bla, und dann ist das extra kodiert. Und das mag ich nicht. Ja, und deswegen mache ich da UE hin, dann braucht das nicht verschlüsselt werden, das ist reines ASCII. So, hier haben wir das Problem noch, wenn das jetzt wirklich ankommt beim Christoph, er kann gar nicht darauf antworten, weil das da oben ist keine richtige Absenderadresse. Das kann man ändern. Generell gilt, den ersten Buchstaben von der Zeile drücken, um es zu ändern, aber das F gibt es schon für FCC. FCC ist auch keine Headerzeile, die sagt nur, wohin geht die Folder Copy, also wo wird es abgespeichert, /send. Um das da oben zu ändern mit dem From, muss man, glaube ich, Escape F drücken. Escape und dann F. Jawohl. So, da möchte ich euch bitten, was anzutragen, was sinnvoll ist, nämlich oder richtig ist, dass der Christoph euch dann noch antworten kann. Und an der Antwort seht ihr, dass er das dann nachher aufschlüsseln konnte. Ja, also wir wollen noch eine Antwort sehen. Ich mache jetzt mal hier meinen Knoppix-Tage hin. Knoppix-Tage 2015. Welt-Gukes.net. So, ja. Das ist eine gültige Adresse, das kommt auch an. Ich sehe dann hoffentlich eine Antwort von dem Christoph, der total zugespammt wird und leider nicht mit uns mitkommen kann zum Essen, weil er die ganzen E-Mails beantworten muss. Ich gucke gerade etwas schräg. Ja. Okay, wir haben ein ordentliches Subject, wir haben eine gültige Absenderadresse, wir wissen, wohin wir schicken, wir haben gesagt, wir wollen es verschlüsseln. Und jetzt kommt, naja, jetzt ist alles gut, ja wie yes, Y, absenden. Links oben steht's, kannst du noch mal ein bisschen highlighten, da steht's, ja, das Y soll bedeuten absenden. Dann senden wir mal und ja, jetzt kommt die Sache, haben wir auch den richtigen Schlüssel? Hätten wir schon ein bisschen mehr eingestellt, dann würde das jetzt einfach rausgehen, weil wir wissen schon, wir haben den richtigen Key, aber erst einmal wird gesucht in der lokalen, in dem Pubring, haben wir da einen, der passt. Wenn wir den verwenden wollen, werden wir gleich sehen, was Mut dazu sagt. Wir drücken hier auf Return. Die Gültigkeit dieser ID ist undefiniert. Wollen Sie trotzdem verwenden? Also wir haben noch nichts gesagt, ist das der richtige Key? Wir haben nichts unterschrieben oder eingestellt und was auch immer. Wir müssen also jedes Mal suchen lassen, finden lassen, auswählen und bestätigen. Das ist ein bisschen nervig, aber das geht dann besser, wenn wir den Key zum Beispiel unterschrieben haben. So, an dieser Stelle der Default, ihr seht es in eckigen Klammern, zur Sicherheit, nein. Wir wissen ja noch nicht, ob das richtig ist. Aber ich sage euch, ja, Amen, es ist der richtige, bitte gebt ein Je ein. Und dann
Man konnte es gar nicht richtig sehen. Eben kam noch die Nachricht, verschicke Nachricht. Husch, weg ist es. Wir sind wieder zurück bei der Shell, von dem wir den Mund aufgerufen haben. Ja? So. Und ihr könnt sehen, im Home-Verzeichnis sollte es jetzt eine Send-Datei geben. Ja? Und da bitte ich euch mal reinzuschauen mit less. So, ich mache nochmal das da oben hin. So. Ja? Ja? P. P drücken in dem Internet. Ja, P für Security, ja. Hm, nimm mal so toll. Du hast ein Nano gekriegt. Ja, auch schön. Ja, dann, ja, auch gut. Ich weiß auch nicht. Nano passt auch. Ja. Okay. Mhm. Ja. Mhm. Hm. Ja. Okay. Wir können das Ganze noch mit Nano noch mal durchspielen. Okay. Braucht noch jemand eine Hilfe? Ich gucke noch mal ein bisschen ganz kurz rum. Dem Senden. Noch was am anderen schauen. Okay. Testen, signieren. Ah, Moment. Signieren ist eine Geschichte. Bitte da noch mal ändern. Mit MP eingeben. Und dann verschlüsseln V. Genau, das wird nur verschlüsselt erst einmal. Es geht nämlich um das. Ah, hier noch die Absenderadresse ändern. Escape F drücken. Und da einmal Ctrl U löschen. Ctrl U. Ja, da unten ist jetzt. Und da eine richtige. Ja. Passt. Okay. Ja, dann haben wir alles beisammen. Jetzt okay, auf Y. Ja. Den Key auswählen mit Return. Ja. Dann kommt auch die Frage. Und dann sagen wir ja. Das wollen wir ausschreiben. Ja. Da schon brauchen wir nur ein Nier. Ja. Ja, dann haben wir das. Und dann müssen wir mal schauen. Da nochmal. Schon geschickt, ja? Ja, ah, ja. Und du siehst, dass die Nachricht da dran ist und so weiter. Ja, passt, ey. Cool. Mhm, das ist auch, das hast du geschickt, hat sent. Okay, ja, passt. Das ist nicht gegangen, ist ja unglaublich. Was? Bist du auf der richtigen? Es geht nicht raus? Na? Warum nicht? Okay. Okay. Hast du angeschaut? Kopiert, das kam dann zurück, ja, ja. Okay. Genau. Und dann wieder ändern mal und send eingeben. Da ist die, die du geklickt hast. Ah, und das sieht man nicht, weil. Ah, Mantra. Okay. Noch eine Geschichte. So. Ja, geschickt soweit. Ja. Ja. Schau, gut. Und ich sehe schon, alle werden nervös, alle wollen in, was essen, was ich sehr verstehen kann. Wir haben 12.06 Uhr, ja. Und du hast geschickt. Mal ganz kurz in die Send-Datei reinschauen mit dem Less. Less Send. Mit T am Ende. Nochmal eins rauf und zurück, genau. Jo. Und oben. Okay, passt. Okay, dann sind wir hier. Auch schon? Ja. Gefunden und alles, sehr gut. So, okay, also wir sind jetzt am Anfang des Workshops, wo wir anfangen zu mailen. Ja, wieder einmal viel anders erzählt und Dingens und so weiter. Also, ich weiß nicht, wie viel ihr Lust nachher noch habt, um weiterzumachen. Ich möchte gerne weitermachen, noch mehr erklären, aber wir müssen es natürlich an dieser Stelle abbrechen, erst einmal für das Futter und das ist wichtig. Kurze Zusammenfassung. Also, was haben wir erreicht? Wir haben uns eingeloggt, wir haben einen Key gemacht, wir haben was verschickt und an jemanden verschlüsselt, nämlich an den Christoph. Erstes Problem, die Mails sind nicht rausgegangen, weil... weil? Ich habe meine Passphrase vergessen. Noch besser. Okay, also er wird es dann auch nicht anschauen können, weil er seine Passphrase verschmissen hat. Auch ein gutes Beispiel. Die Mails sind nicht rausgegangen, weil wir nochmal schauen müssen, wie wir das richtig konfigurieren, dass es auch rausgeht. Was vielleicht auch ganz gut ist, weil dann verbleibt das alles schön auf dem Rechner. Das nächste Problem, das ihr seht, wenn ihr den Send-Folder öffnet mit Mutt,
und die Mail nochmal anschaut und dann wollt ihr hineinschauen, dann fragt es euch nach dem Mantra, also nach der Passphrase. Also irgendjemand hat das mal übersetzt als Mantra vor 20 Jahren, als das Handbuch geschrieben wurde. Ich weiß nicht, warum er Mantra sagt. Schlimm. Also die Passphrase muss man eingeben, um das zu lesen. Für den Key, an den ihr verschlüsselt habt. Den ihr aber nicht habt, denn es ist Christophs Key. Ihr habt eine Mail verschickt, ja, und sie ist verschlüsselt. Und das ist sicher, denn für den Empfänger. Der Empfänger kann es aufmachen, denn der hat den Secret Key, wenn er seine Passphrase nicht verschlüsselt hat. Aber ihr könnt es nicht mehr lesen. Es ist ja nicht an euch. Das ist schon ein bisschen blöd, oder? Ihr wisst gar nicht, was ihr geschickt habt. Ihr könnt es nicht wiederverwenden. Ich stelle das mal kurz zurück. Also, das ist aber der Effekt. Ihr habt es verschlüsselt an jemand anderes. Das ist nicht mehr euer Content. Ja, in der Form. Also, was macht man? Beim GPG wird man sich dann einstellen, auch an mich verschlüsseln. Also, was rausgeht, das GPG weiß dann auch, dass es zusätzlich verschlüsselt wird an den eigenen Schlüssel. Das wäre die eine Konfiguration, die wir dort noch zu machen hätten. Und es geht natürlich schrittweise weiter. Was macht man hier und da und Schlüsselverwaltung und pipapo? Ja, wie kann man MUT noch etwas schöner bedienen und einstellen und tralala? Okay, es reicht die Zeit nicht. Es ist umfangreich. Aber wir sind zumindest so weit gekommen, dass wir einen Key haben und verschlüsseln können. Dort beginnt die ganze Geschichte. So, wie kann man weitermachen? Also ich biete an, nachher natürlich gerne noch weiterhin. Morgen geht es nach Graz, wer bei Graz oder irgendwie ist. Realraum ist die Anlaufstelle, wo wir weiterhin nerden werden, wo wir Fragen beantworten. Ich hatte Montagabend vorgeschlagen. Montagabend ist aber schon belegt vom Freifunktreffen. Dienstagabend ist der Security-Treff Graz im Brandlhof, heißt der, glaube ich. Brandhof. Super Location. Wir haben einen super Salzburger Nocker. Neben der Oper. Neben der Oper, genau. Kommt zu beidem trotzdem natürlich dahin. Schaut es euch an. Mal sehen, ob wir noch einen Platz finden. Ich möchte gern von euch wissen, ob ihr gerne damit dabei seid, ob wir das noch zusammen machen. Also die nächsten zwei Tage, drei Tage, Sonntag, Montag, Dienstag sollte das möglich sein. Wenn ihr weitere Fragen habt, schreibt es ins Pad hinein, schickt mir eine E-Mail und so weiter. Wir sind genau an dem Teil angekommen, aber als weitere Alternativen, wo man weitermachen kann, sind Krypto-Partys. Krypto-Party gibt es in Graz. Im Spektral heißt es. Einmal im Monat auf alle Fälle. Nicht? Ich habe das auch noch morgen aufgeschrieben. Bitte geht's da mal hin. Und natürlich möchte ich gerne, dass die lokale Gruppe hier mit den Schülern weitermacht vielleicht und das auch lernt. Ja? Ich denke mal, das ist auch eine Sache. Das ist eine Technik, die man eigentlich heute gelernt haben soll. Und wenn man einmal das Interface gesehen hat und dann noch bisschen benutzt, dann kann es bei anderen Interfaces ist schneller wieder reinzukommen. Ja? Es gibt leider sehr viele Interfaces. Es ist nicht eindeutig, es ist nicht genormt, es ist nicht Standard, es ändert sich, es ist im Fluss. Bis das alles standardisiert sein wird. Das ist kein Standard, das stimmt doch gar nicht. Ja gut, es gibt einen OpenPGP-Standard und dem wird das geführt. Ja. Wie das Interface aber ausschaut, ist debattierwürdig. So, ich freue mich auf weitere Fragen. Ich hoffe, ich kann weiteres beantworten. Ich hoffe, ihr werdet weiterhin E-Mail-Verschlüsselung verwenden. Warum machen wir es? Weil wir es können. Warum sollten wir es nicht tun? Es ist nichts Schlimmes dabei. Es ist eine Anwendung von Mathematik. Ja, die sollte nicht unter Strafe stehen. Und wenn alle Banken von uns verlangen, dass wir verschlüsselt mit ihnen kommunizieren, damit sicher ist, dann warum sollten wir das untereinander nicht auch tun? Ja? So, in dem Sinne. Viel Spaß damit und lass uns essen gehen. Ja. Ach so, dann gibt es noch Frage. Ja. Ja, ich bin gerne, wenn ihr weiterhin nachher weitermachen wollt und üben und ein bisschen anpassen und so weiter, freue ich mich sehr darüber. Ja. Also ich wäre dazu geneigt, auch auf den Jokto-Vortrag zu verzichten, wenn alle damit einverstanden ist. Jokto kann man sich auch im Internet angucken und ich weiß nicht, wer vorhat, eine eigene Distribution zu machen. Reden wir nachher drüber. Ich aber noch gerne zu dem Thema beitragen würde, du hast das mit PGP gemacht. Ich würde das Gleiche, also Verschlüsselung und Signatur, gerne mit OpenSSL zeigen, weil das geht dann auch ohne Zusatzsoftware mit so Programmen wie Outlook. Ja, und okay. Thunderbird,
Firefox und so weiter haben das nämlich schon eingebaut und da muss man nicht erst PGP nachinstallieren. Andere Philosophie, anderes Konzept, gleiches Verfahren, gleiche Sicherheit. Ja, ja, ich wiederhole das nochmal für die Aufnahme. Ich stehe natürlich im GPG, ich mache das damit. Es gibt also S-MIME noch Verfahren und Klaus kann uns das zeigen, wie das geht. Das hat eben Vorteile, wenn wir mit anderen Systemen, mit anderen Leuten kommunizieren, weil die das eher verwenden. Genau. Und ich verwende beides, ja. Also ich verwende auch PGP. Ja? Okay. Aber mit den Windows-Benutzern ist halt immer ein bisschen schwierig mit PGP. Deswegen habe ich da als Alternative OpenSSL und das funktioniert auch sehr gut. Also wenn wir unsere Familie nicht verlieren wollen, die Windows benutzt, dann müssen wir auch S-MIME sprechen können und das können wir dann von Klaus lernen. Ja, da freue ich mich drauf. Ja, ich würde das so sagen. Ich ziehe meinen Vortrag auch zurück, weil der ist überhaupt nicht so spektakulär. Ich habe ja gesehen in meiner Eröffnung, was ich gemacht habe. Ja, aber ich würde es uns gerne mal sehen. Ja, ja. Also, dass ich eben vom Handy aus daher da was auch wissen kann. Ne? Das würde ich auch gerne. Ich würde das gerne sehen. Ich, okay. Ich finde es sowieso gut, wenn man es zweimal sieht. Ja. Ich würde es auch gerne hier mal mit ausprobieren. Okay. Und das geht ja dann auch dahin, dass wir zeigen können, wie sieht die Interfaces aus, wenn wir jetzt E-Mail verschlüsseln und so weiter oder Keys austauschen auf diesem Gerät. Das würde ich auch gerne zeigen. Aber ständig Screenshots machen und nur Screenshots zeigen, finde ich immer total langweilig. Also ich möchte das gerne live zeigen. So, und wie ich meine das, genau das. Ja. Das möchte ich auch können. Okay. Ja. Insofern möchte ich das schon. Das heißt, wir müssen morgen noch mal hängen. Ja, schon. Genau. Das nimmt der Doggy 40 Stunden. Mahlzeit. Mahlzeit, genau. So, 26 Minuten. Genau. Ja, dann.